An Sicky Müller wird mir gar nichts fehlen. Ich spiele ihn ja nur. Ich werde höchstens diese Reihe vermissen. Also ich werde natürlich vermissen, mit meinen Kollegen am Set zu stehen und so viel Spaß bei den Dreharbeiten zu haben und so tolle Filme machen zu dürfen. Aber so wie es mit allem im Leben ist. Also irgendwann muss man auch mal aufhören. Und das war es jetzt halt bei Wacke Goethe. Aber der dritte Teil zeigt es nochmal allen. Und insofern freue ich mich vor allem darauf, dass der Film endlich ins Kino kommt. Also angeschrien werden ist immer nicht so geil, aber in dem Fall ist er so positiv. Also die schreien dann nicht an, weil sie sauer sind, oder das ist gut. Aber irgendwie gewöhnt man sich dann irgendwie dran in solchen Momenten. Also das geht immer so, man merkt das gar nicht, wenn man so konzentriert ist, irgendwie Autogramme zu geben und irgendwie Fotos zu machen. Also ich glaube, für andere Leute ist es immer schlimm, die mich rum sind, weil die bekommen es immer ab und ich bin in so einem Tunnel. Ach, ich mache immer Sport, darum geht's ja gar nicht. Für Wacke Goethe muss ich tatsächlich immer ein bisschen mehr machen und ein bisschen mehr auf meine Linie achten, aber das ist nicht so schlimm. Das tut ja auch mal ganz gut, mal so ein bisschen Auszeit zu nehmen von allem. Aber ansonsten achte ich ja auch immer drauf, so irgendwie einigermaßen fit zu sein und Sport zu machen, mich gesund zu ernähren. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich ein komplett anderes Leben führe. Nee, ich habe nur Urlaub gemacht. Ja. Lockt der große Teich nicht? Ach, keine Ahnung, ich würde nie irgendwas ausschließen, aber ich habe momentan überhaupt keine Affinität dazu. Also es gibt da überhaupt keine Angebote. Also wenn sich irgendwer melden sollte mit einem tollen Buch und einer tollen Rolle, bin ich natürlich für alles offen, aber momentan zählt nur Wacke Goethe und darauf freue ich mich. Das ist wirklich der letzte Teil. Final Fuck.